gleich hinter uns. Triebhack, bumm. Dann sind wir auch tot. Das muss nicht sein. Das muss nicht unbedingt sein. Also nur, wenn es absolut nötig ist. Und damit meine ich, es ist absolut nicht möglich, nicht nötig. So. Jetzt hatten wir ja gerade eine kleine Unterbrechung drin. Jetzt bin ich total raus. Jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Spiel geht. Ich bin einfach zu alt dafür. Na, so alt bin ich ja noch gar nicht. So, jetzt mal schauen, welche Bäume denn weg können. 1, 2, 3. Ne, das ist mir zu viel. Da holen wir hier den halben Wald. Der hier kann weg. Zack. Zack und zack. Weg und weg und weg. Dankeschön. Auch wieder hin da bitte. Dann der kann weg, der kann weg und der kann weg. Das sind drei Stück, ne? Ja. Das sind drei Stück. So, 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 so und so. Der kann auch weg. Und dann haben wir hoffentlich schon genug an Fichtenholz. Denn... ja, warum eigentlich? Also man kann prinzipiell ja nie genug von irgendwas haben. Das ist ja leider in unserer Gesellschaft heute so, dass man... Egal was man hat nie genug. Von nichts. Es gibt einfach nie genug. Und die Menschen wollen immer mehr und mehr und mehr und mehr. Wir sind so ein richtig, richtig kapitalistisches Volk. Also wir wollen haben, 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 haben und es darf nichts kosten. Es darf einfach nichts kosten. Bloß kein totes Kapital. Bloß nichts an Geld verlieren. Zack, zack. Da geht ja nicht. Und das finde ich ist kein schönes Denken, wenn man immer nur denkt, ja, wir müssen das, wir müssen das, wir müssen das. Kapital, Kapital, Kapital. Ganz fürchterlich. Ganz, ganz fürchterlich. Ja, aber so ist das leider heute. So, weg. Darum komme ich nicht dran. Bin ich zu klein für. So, den noch weg. Jetzt liegt er da oben. Zack. Zack. So, weg mit dir. Wupp dich. Und du schwupp dich dahin. Und du auch noch. Weg hier, du kleine Baum. Und dann müssen wir gucken, dass wir auch Viehzucht langsam rankriegen. Also Schafe, Schweine, Kühe, Hühner. Habe ich jetzt was vergessen? Ein paar Hundis und auf Dauer vielleicht mal eine Katze. Oh, guck mal. Unser Haus passt richtig schön da rein. Das ist voll geil, das Haus. Also ich finde es schick. Jetzt nehmen wir hier noch die Sachen mit. Ein paar Sticks, ein paar Setzlinge. Was sagt die Uhr? Gut, das ist ungefähr mittags. Eine Sonne, sage ich schon. Eine Uhr craften wir uns natürlich auf Dauer auch noch. Dann wissen wir immer, wie spät es ist. 1-2 Uhren so im Haus haben. Ist nicht das Allerschlechteste. Und ich glaube, dieses Rezeptebuch, was es jetzt gibt, das haben die von der PlayStation und Xbox-Version von Minecraft. Da ist es ja so, dass man die Rezepte vorgegeben hat und man nur die Sachen im Inventar brauchte. Oh, meine Nase juckt. Schon wieder. Und dann konnte man die ganz einfach craften, ohne irgendwie die Rezepte selber hinzulegen. Das konnte man aber auch deaktivieren. Und ich glaube, daher haben die Idee mit dem Rezeptebuch. So, ist natürlich eigentlich ganz schön. Dann braucht man die Wiki nicht mal. Die Minecraft-Wiki. Aber es gibt einfach Sachen, die früher zum Beispiel als... Oder ich habe ja viel mit World Edit schon gearbeitet. Und da musste man dann trotzdem die Nummern von dem Block eingeben. Also zum Beispiel, inzwischen heißt es ja auf Englisch Terracotta. Und da war dann die Nummer 159, Doppelpunkt, und dann eben die Spezifikation, also die Farbe. Zum Beispiel 159, Doppelpunkt 15, das ist dann schwarz gewesen, oder 14 war dann eben rot und so weiter. Oh, ein Apfel. Ja, ein Apfel. Den brauchen wir. Den müssen wir unbedingt haben. Ja, lecker, lecker, lecker.
Aber Apfelbäume kann man, glaube ich, immer noch nicht machen. So wie ich das jetzt richtig sehe, ne? Warum eigentlich nicht? Wieso kann man keine richtigen Apfelbäume machen, wo man Äpfel dran pflücken kann? Später. Warum geht das so? Warum geht solche einfachen Sachen nur mit Mods? Ich meine, es ist doch alles schon im Spiel vorhanden. Es sind Äpfel da. Die braucht man nur an den Baum machen. Dann macht man noch ein paar Bananen. Ein paar. Was gibt's noch? Ein paar Bienen. Und meinetwegen auch ein paar Nüsse. Und dann reicht das doch. Das ist doch gut. Und dann hat man alles im Spiel, was man braucht. Man kann eine große Apfelbaumplantage bauen. Das wär's doch. Oh, ich finde unser Häuschen richtig schick. Ich finde es richtig cool. Unser kleines Haus. So. Jetzt haben wir natürlich ordentlich Krimskram, was wir natürlich gleich einsortieren. Denn sortieren geht über studieren. Das packe ich jetzt erstmal da rein. Das ist eine Ramschkiste jetzt. Und so, Holz kommt dahin, das kommt dahin. So, davon nehmen wir uns mal die Hälfte mit, genau wie davon. Den nehmen wir noch mit, den Rest brauchen wir erstmal nicht. Steht hier oben auch eine schöne Werkbank. Hallo? 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 La, 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 la. Geht doch. Werkbank bitte. Stufen müssen wir machen. Das hier finde ich Schwachsinn, dass du vier Bäume gibst und dann drei davon nur rauskriegst. Wir brauchen das aber nicht. Wir brauchen ganz normal einmal ein wenig Holz, ein bisschen Spruce Wood. Ein paar Stüfelchen. Zack. Zack. Und zack. Den können wir auch noch vorne machen eben und den auch noch. Haben wir 6 mal 4 sind 5. Wie viel haben wir jetzt? 25? Ach, wir haben ja noch eine gehabt. Richtig. Und wir wollten machen ein paar Slappity Slap Slaps. So, so, so. Zack. Zack. 30 sind das jetzt. Jetzt nehme ich mal hiervon nochmal 16. Zack. Und hier auch nochmal. Zack. Jetzt haben wir so, so, so. 60 Stück gemacht. Wir haben ja noch, nein, wir haben natürlich, doch in der Kiste haben wir noch welche. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so, dass wir noch ein paar Baumstämme in der Kiste haben, denn ich überlege ja, dass wir diesen Baumstamm hier durchs ganze Haus ziehen, was ja eigentlich realistisch wäre, damit das Haus auch vernünftig Stabilität hat. Und es ermöglicht uns, das Haus noch weiter abzuteilen auf Dauer, also die Innenräume. Wenn man das will, ist immer so die große Sache. Weil, so, der kann raus, der darf da nicht sein. Das heißt, das lassen wir jetzt erstmal offen. Da soll keine Leitern, da soll einfach nur ein Baumstamm durchs ganze Haus führen. Ist, glaube ich, cool. Ganz cool mit K und H. Cool. So, 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 so und so. Noch ein Kopf. Zack. Haben wir 32 Hölzer noch übrig. So, was machen wir? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So und 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. So, nochmal 1, 2, 3 sollte reichen. Jetzt sind es nochmal 18. Ja, das reicht auf jeden Fall. Und wir können oben unsere kleine Zwischenetage, nenne ich sie jetzt einfach mal, wo wir drauf pennen, unsere kleinen fliegenden Balkon hier, können wir schon mal machen. Das soll nicht allzu riesig werden da oben. Es soll einfach nur wirklich nur zum Pennen sein. So, was haben wir denn? 1, 2, 3. Und jetzt können wir machen 1, 2, 3. Irgendwie sowas. Mal gucken, hier vielleicht mit Stützen oder sowas. Oh, mal schauen. Mal schauen. So, da setze ich jetzt erstmal eine Fackel hin, weil hier ist sehr dunkel. Weil der Baumstamm geht ja auch bis oben hindurch. So.
wie wir, doch, so mache ich das. So machen wir das, würde ich sagen. Oder vielleicht geht der gar nicht ganz durch, dafür diese aber. So, das haben wir. Der ist fertig, der bleibt da auch. Bei dem bin ich mir noch nicht so sicher, ob wir das so durchziehen. Oder ob wir da noch sagen, nee, das machen wir anders. Erstmal lasse ich den jetzt so. 4 und 5. Das ist nicht so geil. Vielleicht kloppen wir die beiden auch raus hier. So, das machen wir mal so. Die kommen erstmal in die Kiste, damit ich nicht auf dumme Gedanken komme. Jetzt haben wir ein paar noch übrig, ein paar Leitern. Die werden wir später auch noch brauchen, mit Sicherheit. So, jetzt mal schauen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und einmal so. So, vielleicht so ein kleines schwebendes Etagchen. Oder wir sagen so, so und so. Weil wir haben ja noch Stufen übrig. Da können wir eigentlich sagen so, so, so. Guck mal. Dann fließt das gleich damit passend ab. Hier können wir irgendwie Bücherregale oder so drunter stellen. Und hier können wir dann ganz easy zumachen. So machen wir das, glaube ich. Und dann machen wir das schön entspannt. Jetzt brauchen wir noch 1, 2, 3, 4, 5. Ah, weißt was? Da zähle ich jetzt nicht lange nach. Da machen wir gleich einfach ein paar mehr. Und wenn sie reichen, reichen sie. Wenn nicht, kommen dann noch ein paar nachgeschoben. Aber das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. 1, 2. Und wir haben unsere kleine Etage fertig für unser Bettchen. Das Problem ist, wir haben kein Bett. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Ach, die Fackel kam von hier. Dann soll die da auch bitte wieder hin. So. Und hier können wir ein kleines Fensterchen vielleicht reinmachen. Wenn wir das wollen. Hier so. Oder hier. Hier wäre, glaube ich, ganz cool. Was haben wir an Fichtenholz noch? Da einen. Okay, kommen erstmal 32 dazu. So, so. Die Leitern kommen nach hier hinten. Oder die kommen nach unten. Weißt du was, ich packe die mal nach unten. Und dann machen wir jetzt erstmal zack, 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 zack. Und so, jetzt habe ich nochmal 20 Stüfelein gemacht. Der ist falsch. Sobald es hell wird, holen wir uns noch ein paar Steinchen, damit wir hier auch vernünftig was bauen können. So. So, so, so. Obwohl, hier vielleicht einen kleinen Zaun hin, damit man hier nicht runterfällt. Das heißt, der kann weg. Dafür setzen wir dann da einen ganzen Block hin. Aber wir haben jetzt gerade noch zwei übrig hier. So, hier können wir jetzt schön entspannt unsere kleinen Bücherchen, unsere kleinen Bücherregale reinpacken. Können wir ein bisschen Bücher lesen abends. Wenn wir im Bett liegen, haben wir da schön den Mond oder den Sonnenuntergang. Gut, den sehen wir von hier natürlich nicht. Vielleicht machen wir da hinten auch noch eine kleine Zwischenetage für ein, was auch immer, vielleicht einen kleinen Heuspeicher oder sowas. Na, mal gucken. Irgendwas fällt uns mit Sicherheit schon Schönes ein. Aber bis dahin machen wir erstmal hier jetzt schön unser Ding weiter. Der dahin. Gut, hier haben wir den schon. Immer noch einen übrig. Da sitzt er schon, dann kommt er jetzt dahin. Mir egal. Oh, ich freue mich richtig, wenn das fertig ist. Dann, das wird mit Sicherheit ganz cool. So, das weg. Machen wir das gleiche nochmal in grün hier. Nein, das war falsch. So wollte ich machen. Und dann haben wir noch drei Klötzchen über. Die kommen in die Kiste. Hier rein bitte. Einmal so. Denn Ordnung muss sein. Das hatte ich vorhin, glaube ich, schon mal gesagt. Und der kommt dann dahin. Ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, wunderbar. Und dann mache ich wieder so einen Kack. Zack. So. Haben wir jetzt überall schon welche sitzen? Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.
So, haben wir nochmal 10. Machen wir jetzt hier in der Pfanne. Zack, 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 zack. Wo wir gerade dabei sind. Kann der auch noch weg. Jetzt bleibt der eine hier in der Kiste. Und dann machen wir jetzt hier den Streifen. 1, 2, 3, 4. Zack, tak, 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 tak. Nein, der nicht. Das ist hier richtig Akkordarbeit. Mein Gott.